Bismillahirrahmanirrahim. In der Einsamkeit zu leben, ohne allein zu sein. Denn Allah ist stets dein Begleiter, während du einsam schweigst. Inmitten einer Masse zu stehen, ohne gesehen zu werden. Denn die Zeit ist noch nicht gekommen, an dem du dich endlich zeigst. Worte zu sprechen, ohne dass jemand in deinem Beisein weilt. Und zu schweigen, während die Masse in deinem Beisein weint, muss schmerzhaft sein, so vergebe mir, es tut mir leid. Denn ich bin noch nicht bereit, wir sind es noch nicht. Denn wären wir es, so wärst du doch hier und zeigtest dein Gesicht. Würdest Worte sprechen, die endlich Gehör finden und dich in der Masse zeigen, doch die Zeit, nein, sie ist noch nicht reif. Vergebe mir, ich schäme mich abgrundtief, denn wüssten wir, ein Sack voll Gold wäre irgendwo hinter einer Tür und nur gutes Benehmen und das richtige Gespür würde die Schlösser aufschließen und uns das Materielle ausliefern, so würden wir uns ändern, auch wenn dieses Gold tief in einem Abgrund liegt. Warum sind wir noch nicht für dich bereit dazu? Ist es die Gier nach der Dunya? Ist es unser Nefes? Doch all das Gold der Welt ist nichts im Vergleich zu deinem Lächeln. Wie gern würde ich hinter dir beten, mit dir reden, für dich kämpfen. Ich opfer dir mein Leben. Worte. Nur Worte. Nicht mehr als ein paar Buchstaben. Wir können alle so schön reden, doch Allah weiß ganz genau, was wir in unserer Brust tragen. Wir müssen ehrlich zu uns sein, in uns reinsehen, es schaffe ein klares Selbstbild. Denn Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es wahr. Vielleicht sind wir wirklich noch nicht bereit. Vielleicht sind wir noch nicht seine Schier. Vielleicht hat er sich deswegen noch nicht gezeigt. Vielleicht wäre er sonst schon hier. Ich weiß es nicht. Ja Allah, erhaben ist dein Name. Dein Wissen übersteigt alles. Deine Barmherzigkeit ist unermesslich und du lässt niemals deinen Diener fallen. Du kennst jedes Herz und weißt, was darin verborgen liegt. So leite unsere Herzen recht, damit unser Imam seine Schia sieht. Ya Mahdi, adrakni ajal ala zuhurik.